Eva Schöninger Minimalismus. Bist du es leid, in einem scheinbar endlosen Hamsterrad gefangen zu sein? Kennst du das Gefühl, ein brandneues Smartphone zu kaufen, nur um nach ein paar Tagen festzustellen, dass die anfängliche Freude rasch verblasst? Dieser unermüdliche Konsumkreislauf scheint unaufhörlich zu sein. Und du fragst dich, ob es nicht einen Weg gibt, minimalistischer und damit freier zu leben. Aber was genau bedeutet Minimalismus? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff, der in den letzten Jahrzehnten immer wieder im Trend liegt? In den kommenden Kapiteln wirst du erkennen, dass Minimalismus nicht nur eine äußerliche Lebensweise ist, sondern vor allem im Geist beginnt und von jedem erlernt werden kann. Diese Zusammenfassungsabschnitte werden dir helfen, ein minimalistisches Denkmuster zu entwickeln. Darüber hinaus bieten sie zahlreiche praktische Ratschläge und Tipps, wie du nicht nur deinen Kleiderschrank und deinen Wohnraum entrümpeln, sondern auch mehr Achtsamkeit in dein Leben integrieren kannst. In den folgenden Kapitelkernaussagen wirst du entdecken, warum wahrer Minimalismus in deinem Denken und Fühlen seinen Ursprung hat, wie er sich in deinem Kleiderschrank und deinem persönlichen Raum widerspiegelt und wie Achtsamkeit den Weg zum echten Minimalismus ebnet. Bist du bereit, den Pfad zum Minimalismus zu erkunden? Dann lass uns beginnen. Kernaussage 1: Echter Minimalismus ist eine bewusste Beschränkung auf das Notwendigste. Oftmals denken wir bei Minimalismus an stereotype Bilder von spärlich eingerichteten Studentenbuden mit nur einer Matratze und einem Schreibtisch. Aber ist das wirklich Minimalismus? Oder handelt es sich möglicherweise um eine Situation, in der Menschen aufgrund begrenzter Ressourcen minimalistisch leben müssen? Echter Minimalismus beginnt immer mit einer bewussten Entscheidung. Es ist nicht dasselbe, minimalistisch zu leben, wenn man nur über begrenzte Mittel verfügt und gezwungen ist, sich auf das Wesentliche zu beschränken. In diesen Fällen handelt es sich zweifellos um eine Lebenskunst. Und es gibt auch Ratschläge dazu, wie man das Beste aus begrenzten Mitteln herausholt. In diesen Kernaussagen geht es jedoch um den frei gewählten Minimalismus, bei dem Menschen sich bewusst dafür entscheiden, sich auf das Notwendigste zu beschränken. Aber was genau bedeutet das Notwendigste? Was für dich persönlich einen minimalistischen Lebensstil ausmacht, ist weitgehend von deinen eigenen Überlegungen und Bedürfnissen abhängig. Du wirst vielleicht erst erkennen, dass du ein zweites Paar Laufschuhe besitzt, nachdem du eins aussortiert hast. Ein weiteres Beispiel ist die Tiny House Bewegung. Für manche Menschen ist ein solch winziges Haus ein Segen, während andere einfach mehr Platz benötigen und sich in einem Tiny House eingeengt fühlen würden. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass Minimalismus keine festen Regeln hat. Es ist nicht korrekt zu behaupten, dass Minimalismus erst dann beginnt, wenn du weniger als 3 Hosen besitzt. Vielmehr geht es darum, auf deine innere Stimme zu hören und selbst zu entscheiden, ab wann es zu viele Hosen im Kleiderschrank sind. Natürlich gibt es dennoch Grenzen, und in diesem Zusammenhang ist es entscheidend, ehrlich zu sich selbst zu sein. Niemand wird ernsthaft behaupten können, dass er oder sie 50 Paar Schuhe wirklich benötigt. Bevor wir jedoch in konkrete Aufräumaktionen einsteigen, beginnen wir mit einer Erkundung deiner Gedankenwelt. Kernaussage 2: Minimalismus beginnt im Kopf und ist eine bewusste Entscheidung, sich auf das Notwendigste zu beschränken. Es ist nicht nur eine Frage des Was weniger besitzen, sondern auch des Warum. Dein Mindset, also deine Denkweise und Überzeugungen, spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung des Minimalismus in deinem Leben. Die Gesellschaft drängt oft das Bild, dass du nur durch den Besitz von mehr Dingen glücklich sein kannst und minimal zu leben erfordert, aus diesem Denkmuster auszubrechen. Um das richtige Mindset für den Minimalismus zu entwickeln, sind 3 einfache Übungen hilfreich. Erstens: Reflektiere deine Motive. Denke darüber nach, warum du den Wunsch hast, viele Dinge zu besitzen und immer nach mehr zu streben. Beobachte deine Gedanken und überlege, ob es bestimmte Situationen oder Sätze aus deiner Vergangenheit gibt, die dir vermittelt haben, dass du nur glücklich sein kannst, wenn du viele Besitztümer anhäufst. Zweitens: Träume von einem einfacheren Leben. Stelle dir vor, wie dein Leben vereinfacht aussehen könnte. Überlege, wie du mit weniger Besitz und Ausgaben glücklich sein könntest. Denke auch an die Dinge, die für dich wirklich wichtig sind, wie zwischenmenschliche Beziehungen, die Natur und andere nicht-materielle Werte. Drittens: Bleibe standhaft gegenüber äußeren Einflüssen. In einer konsumorientierten Gesellschaft ist es oft schwierig, dem Drang nach immer mehr nachzugeben. Schreibe auf, warum du eine Veränderung in deinem Verhalten anstrebst und weniger besitzen möchtest.
Welche Erwartungen verknüpfst du mit diesem Lebensstil? Dieses Warum kann dir in schwachen Momenten helfen, deine Entschlüsse nicht aufzugeben. Mit dem richtigen Mindset in Richtung Minimalismus kannst du nun konkrete Schritte unternehmen. Kernaussage 3. Minimalismus bedeutet, bewusst auszusortieren, aufzuräumen und nicht benötigte Dinge loszuwerden. Du kannst dies auf verschiedene Arten angehen, je nach deinem Zeitplan und deinen Vorlieben. Du könntest entweder jeden Tag ein anderes Zimmer bearbeiten und etwa 2 Stunden dafür einplanen oder dir ein ganzes Wochenende freihalten, um alles auf einmal zu erledigen. Ein guter Startpunkt ist das kleinste Zimmer, um den Anfang zu erleichtern. Und dann kannst du dich den größeren oder anspruchsvolleren Zimmern widmen. Stelle sicher, dass du dich während des Aufräumens wohlfühlst, indem du angenehme Musik hörst und bequeme Kleidung trägst. Beim Wegwerfen gilt die Regel: Alles, was du in den letzten 12 Monaten nicht benutzt hast, kannst du in der Regel ohne Bedauern loswerden. Es sei denn, es hat einen persönlichen oder emotionalen Wert für dich. Die Dinge, die du tatsächlich im Alltag verwendest, sollten ihren festen Platz finden. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Kleiderschrank gewidmet werden, da viele von uns oft mehr Kleidung besitzen, als sie benötigen. Dieser Prozess kann etwas länger dauern, aber du kannst es nutzen, um eine Kleidertauschparty zu veranstalten und ungenutzte Kleidung an Freunde zu verschenken. Neben dem physischen Aufräumen ist es auch eine gute Gelegenheit, digitale und elektronische Aufräumarbeiten durchzuführen. Frage dich, wie viele elektronische Geräte du besitzt und ob du sie alle aktiv nutzt. Es könnte sinnvoll sein, ungenutzte Geräte zu verkaufen oder zu spenden. Online solltest du überprüfen, wie viele E-Mail-Adressen du besitzt und wie viele Social-Media-Plattformen du nutzt. Wenn etwas keine Freude oder Nutzen mehr in dein Leben bringt, kann es Zeit sein, sich davon zu trennen. Kernaussage 4. Minimalistisch zu leben erfordert Verhaltensänderungen, einschließlich eines anderen Einkaufsverhaltens und dem Abschluss von negativen Beziehungen. Nach dem Aufräumen von zu Hause und digitalen Geräten ist es wichtig, auch dein Verhalten zu überdenken. Gewohnheiten und Laster können uns davon abhalten, ein minimalistischeres Leben zu führen. Sei dir bewusst über Gewohnheiten, die nicht zu deinem Wohlbefinden beitragen, und versuche, diese zu ändern. Impulskäufe sind ein großes Hindernis für viele Menschen, die minimalistischer leben möchten. Das nächste Mal, wenn du Lust auf einen Einkauf hast, überdenke deine Gefühle und Gedanken zu dem Gegenstand, den du kaufen möchtest. Gib dir 2 bis 3 Wochen Bedenkzeit, bevor du eine Kaufentscheidung triffst. Nach dieser Frist überlege erneut, ob du den Gegenstand wirklich benötigst. Indem du diesem Ansatz folgst, wirst du feststellen, dass du unnötige Käufe reduzierst und Geld sowie Platz sparst. Zudem ist es wichtig, Beziehungen zu hinterfragen. Manche Freundschaften können belastend sein und dir mehr Stress als Freude bereiten. Wenn du nach gründlicher Überlegung merkst, dass eine Freundschaft dir mehr schadet als nutzt, ist es möglicherweise besser, sie zu beenden. Das gleiche gilt für berufliche Beziehungen. Weniger kann oft mehr bedeuten, wenn es um belastende Beziehungen geht. Aufgeräumte Beziehungen, sei es im privaten oder beruflichen Bereich, können zu einem minimalistischeren und stressfreieren Lebensstil beitragen. Kernaussage 5. Die Praxis der Meditation und Dankbarkeit trägt wesentlich dazu bei, die notwendige Ruhe und Ausgeglichenheit für ein minimalistisches Leben zu schaffen. Minimalismus ist mehr als nur physisches Aufräumen. Die Gedanken und unsere Geisteshaltung spielen eine zentrale Rolle für diesen Lebensstil. Meditation ist eine hervorragende Methode, um sich von negativen Gedanken zu lösen und weniger von konsumorientierten Impulsen beeinflusst zu sein. Es ist entscheidend, Gedanken zu beobachten, ohne sie zu bewerten, besonders wenn man zur Unruhe oder Impulsivität neigt. Die Regelmäßigkeit der Meditation ist wichtig. Am besten praktiziert man diese Übung in den frühen Morgenstunden, um die potenziellen Ablenkungen zu minimieren. Selbst 30 Minuten früher aufstehen und diese Zeit der Meditation widmen, kann den Tag positiv beeinflussen. Konzentriere dich auf deinen Atem und spüre deinen Körper, ohne Wertung. Dankbarkeit ist eine weitere wichtige Komponente für ein minimalistisches Leben. Werbung spielt oft mit dem Gefühl des Mangels, doch Dankbarkeit kann diesem Konsumdruck widerstehen. Indem du dich bewusst täglich auf 5 Dinge fokussierst, für die du dankbar bist, veränderst du mit der Zeit dein Denken und deine Wahrnehmung. Dieser Ansatz hilft, die falschen Versprechen der Werbung besser zu durchschauen und widerstehen zu können.
Zusammenfassung zum Buch von Eva Schöninger Minimalismus. Die gesamte Kernaussage dieser Zusammenfassung ist: Echter Minimalismus beginnt in deinem Geist und erfordert eine bewusste Entscheidung, weniger zu besitzen und ein einfacheres Leben zu führen. Deine Denkweise und deine Gewohnheiten spielen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung eines minimalistischen Lebensstils. Was du konkret umsetzen kannst: Einführung in den Bodyscan für Meditation. Der Bodyscan ist eine meditative Übung, bei der du deine Aufmerksamkeit auf verschiedene Körperteile lenkst, um Entspannung und Achtsamkeit zu fördern. Du kannst diese Übung in deine tägliche Routine integrieren, um Stress abzubauen und deine Gedanken zu beruhigen. Lege dich auf den Rücken, schließe die Augen und atme ruhig. Beginne dann, deine Aufmerksamkeit auf verschiedene Teile deines Körpers zu richten, von den Zehen bis zum Kopf. Spüre, wie sich jeder Bereich anfühlt, ohne zu bewerten. Dies hilft dir, im Moment zu sein und die Vorteile der Achtsamkeit zu erleben. Diese Übung kann dir helfen, mehr Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden und deinen Weg zu einem minimalistischeren Lebensstil zu unterstützen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!